Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Ihr seht da im Hintergrund schon Basti fleißig am Schrauben. Und weshalb, das seht ihr jetzt. Moin zusammen, ich bin der Basti und das ist mein CRV. Bei dem sind, wie bei Honda, relativ häufig die hinteren Achslager völlig gar, also die ganz dicken. Und ich möchte mich einfach mal daran versuchen heute, mit der Hilfe von meinem Kumpel Andreas, der gleich noch kommt, diese Achslager im eingebauten Zustand zu wechseln. Also wir wechseln nicht die kompletten Achslager, wie das bei Honda typisch ist eigentlich, mit Metallring, sondern wir wechseln auf Energy Suspension Bushings vom Civic. Die sind identisch mit dem Ding. Und das beinhaltet, dass wir das innere Gummi rausnehmen und quasi der äußere Metallring bleibt erhalten. Der bleibt im Achsschenkel. Und wir werden dann im Anschluss das Energy Suspension Polyurethan Bushing in die alte Metallhülse einsetzen. Das Ganze mache ich heute im eingebauten Zustand, das heißt, ich werde die Achsschenkel nicht entfernen. Ich weiß noch nicht, wie es funktioniert. Ich hoffe, mit Andreas Hilfe gleich gut. Ich habe bis jetzt schon mal angefangen, habe die Räder runtergebaut, habe schon mal einige der wichtigen Punkte mit WD-40 eingeseucht, dass wir die Bolzen auch gut rauskriegen gleich. Ja, ich setze mir mal kurz eine Kopflampe auf, damit wir unter dem Auto ein bisschen Licht haben und dann zeige ich euch mal, wie es jetzt im Moment da aussieht. So, Kopflampe ist drauf, sehr frisurfreundlich, wie man sieht, und jetzt gehen wir mal unter das Auto. Da sind wir auch schon. Also links und rechts, die Räder sind schon abgebaut. Und da oben ist das dicke Achslager. Also da ist das dicke Achslager, von der Seite sieht es noch nicht ganz so schlimm aus. Von dieser Seite allerdings kann man, glaube ich, sehr gut sehen, dass da nicht mehr viel Leben drin ist. Also das ist wirklich, wirklich am Ende. Und die andere Seite, Innenseite ist halbwegs, die Außenseite sieht kein Stück besser aus als die andere Seite. Also das sind die Lager, die wir gleich rausnehmen. Die Bolzen da oben habe ich mit WD-40 eingeschmiert. Hier natürlich auch. Hier vorne der vordere Querlenker. Den werden wir auf der Innenseite abschrauben, genauso wie hier drüben, damit wir im Anschluss den Achsschenkel quasi hier nach unten drücken können und damit hier etwas mehr Zugang an das Lager kriegen, weil das kommt dann komplett mit runter. So, um da etwas besseren Zugang zu machen, hier haben wir was wir am Civic nämlich nicht haben. Das sind diese Metallträger, die quasi einfach nur eine Art Versteifung bzw. ein Schutz der ganzen Angelegenheit hier sind. Und von daher, die müssen wir zuerst abbauen. Die Schrauben habe ich natürlich auch schon kräftig eingejaucht. Also heißt, wir sind schon fleißig dran hier. Meister Edelgnaz. Ja, beziehungsweise ich gucke fleißig zu. Oh, das machst du sehr toll. Möchtest du nicht mal in die Kamera lächeln? Nein. Oh. Ja, wieso ich ja heute mit dem Handy filme, das ist ganz einfach. Ich Idiot habe meinen Kamera-Akku zu Hause vergessen. Ach ja, das Schimpfwort muss ich rausschneiden, sorry. Kinders, ich weiß ja, manche sind bestimmt auch unter 18. So, da haben wir jetzt hier diese Streben, diese schick ausgebauten. Man sieht hier, die Schrauben sind schon ein bisschen angelöst. Ja, also Basti hat die einmal locker gemacht. Heißt also, die werden gleich, Gott sei Dank, gut rausgehen. Jetzt fehlt nur noch der Kollege hier. Wo möchten Sie anfangen, junger Mann? Hier, ne? Ja. Dann gönnen, so drauf kommen mit dem. Gönnen Sie sich mal von Neistigkeit her. Ich gönne mir mal einen Versuch. Schmeißen Sie nicht den CRV von der Bühne. Ah, die nicht vor, ich stehe runter, dann wäre schmerzhaft. Kollege ist jetzt raus, aber ihr müsst danach wahrscheinlich die Spur einstellen, weil genau dafür ist das Ganze hier zuständig. War natürlich ein bisschen Shitty McTitty jetzt. Nicht Shitty McTitty, das war schon eingeplant. Okay, na ja gut, wenn das eingeplant war, dann gib ich. Auch wenn es nicht so geklungen hat. Ich hatte nur
den Gedanken nicht ganz zu Ende gedacht, aber das passt schon. Hier muss ich aber mit der Langnuss drauf, da komme ich so nicht dran. Go back home, go. Spend there all alone. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. You should. Hier sieht man jetzt sehr schön, wo die Schraube bzw. der Schraubenkopf vorher gesessen hat. Und da wir hier in der Halle keine Spur einstellen können, sollte man beim Zusammenbau hinterher den Bolzen so perfekt wie möglich auf die alte Markierung setzen. Dann sollte man auch gefahrlos dahin fahren können, wo es dann richtig gemacht wird. Klingt nach einem Plan. Dezent. Runterziehen hier, klemmen wir hier oben mal zwischen. Und dann kommen wir hier relativ gut dran zum Arbeiten. Eventuell müssen wir die Bremsleitung hier, das Handbremsseil, noch ein Stück wegnehmen. Aber ansonsten sieht das ganz ordentlich aus. Zum Popeln reicht's. Zum Popeln reicht's. Upp. Welcher Anfall. Zum Popeln reicht's und für den Rest dann schauen wir mal. So, noch ein kleines Update, bevor wir jetzt endgültig loslegen. Also hier die das Handbremsseil ist einmal gelöst worden. Und einmal die ABS-Leitung, sodass hier ein bisschen mehr Platz ist zum Arbeiten. Spritzt fleißig rein. Ich versuche dein Handy nicht zu treffen. Ja, alles gut. Ich weiß nicht, was er mit der Kameralinse macht. Wahrscheinlich nichts Nettes. Ich würde sowieso gerne erstmal einwirken lassen. Nein. Lass ihn hier rein. Direkt rein und popeln. Ich will aber einwirken lassen. Tja, dann lass einwirken. Oh, nicht so mädchenhaft. Richtig rein. Nichts verschwinden, das Zeug ist toll. Ja. Hat der Opa schon gesagt, nicht verschwenden, das Zeug ist teuer. Oh, ich bin zitterigen heute, guck mal. Alter. Oh, unterhopft. Ich dachte, zu wenig Koffein. Oh, das könnte auch sein. Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Vorsicht. Ja, alles Gucci. Ganz aber schön drücken und dann in den Spalt hier auch. Schön in die Spalte. Schön in die feuchte Spalte drücken, das ist immer gut. Mit zwei Händen, da wackelig nicht mehr. So, Kinder, es gibt ein kleines Update. Wir haben das Ganze ja ein bisschen hier runtergedrückt. Erste Seite schon raus. Basti versucht sich noch an diesem schönen Stiftchen hier. Ja. Ja. Wir haben da gerade mal ein bisschen dichten Klebstoffentferner drauf gesprüht. Ganz feines Zeug, ist auch nur minimal giftig. Bei den meisten Sachen wirkt es sehr gut. Man kann es dann nach ein paar Minuten mit dem Lappen abwischen. Wir wollen mal versuchen, ob das bei den Gummiresten auch so gut funktioniert. Also muss ich dich gleich in die Hand nehmen und abwischen. Ja, du Lappen. Schon klar. Ja, und dann haben wir gleich nur noch die zweite Seite. Ja, also hier einmal, das wird gleich noch richtig schick. Und das Ganze wird natürlich dann wieder eingepresst. War ja klar. Ja. La, eine Lappe. Halt's Maul dahinten. Nee, natürlich trinke ich das. So, Buchse Nummer 1 ist drin. Wie wir das Ganze gemacht haben, zeigen wir euch gleich auf der anderen Seite, weil wir jetzt erstmal ewig und drei Tage rumexperimentiert haben, wie wir das Ganze reingepresst kriegen. So sieht das Ganze auf der anderen Seite aus. Hier ist das Ganze noch ein bisschen fettig. Ja, da kommt die Putzfrau schon. Das machen sie sehr gut, junge Frau. Oh ja. Guckst du? Guckst du. Ja, schön sauber machen, ey, schöne Putze hier, ey, alles ist super, ey, super sauber, ey. So, so sieht das Ganze da aus. Da. Jetzt muss, wo ist denn das Ding? Da ist der Zapfen. Ja, der Zapfen muss noch rein. Das Zäpfchen hier, das kleine. Weiß, der lange Loch nach außen. Langes Loch nach außen, vorher noch kräftig Flutschi auf den dicken Zapfen machen, bevor wir den Zapfen in ein enges Loch hauen. Der Flutschi habe ich hier. Alter Flutschi hat er da. Aber Flutschi machen wir auf das Löckchen vorne.
Machst du überall drauf, glaube ich. Löckchen reicht eigentlich. So, Flutschi einmal hier rein. Ach, bitte. Ich muss mal den Bolzen wieder in meine Hose stecken. Ja, schön viel Flutschi da rein. Viel, die Mama schon gesagt. So, das Ding ist schmatzig drin. Schmatzig drin, genau. Ja, also mit ein bisschen drücken und drehen und ziehen und da geht das schon. Und jetzt sitzt das auch relativ gut darunter. Frau Wischerhoff wäscht sich eben die Hände. Ich bin mal gespannt, wie es gleich da vorne auf der anderen Seite aussehen wird. Da geht jetzt die Popelei gleich erstmal los, um einmal hier das Ganze wieder rauszukriegen. Ja, So, die Buchse ist unschwer zu erkennen raus. Es kommt ein bisschen, was ist das eigentlich? Flutschi. Es kommt ein bisschen Flutschi, die sind... Nein, das ist nicht leer, wir haben noch eine zweite Tube. Die Tube Flutschi ist bei den Buchsen mit dabei. In diesem Fall wird das jetzt hier fertig gemacht, weil wir dann von der Seite reindrücken. Gleich kommt noch zusätzlich WD-40 zum Einsatz, einfach weil Flutschi alleine ist nicht Flutschi genug. Und... Dann solltest du nicht sagen, dass die Fuschen. Wieso? WD-40 und Flutschi ist Fuschen. Fuschen? Da gibt kein Fuschen, Hauptsache drin, den Rotz. Ist, um den Gleitweg etwas zu gestalten. Und auf der anderen Seite tun wir jetzt natürlich auch noch was auf das Lager an der Ansetzkante. Wow. Damit das auch richtig schön smackerig da reingeht. Das machen sie sehr schön. So, und wenn das Lager gleich einmal angesetzt ist, dann tun wir hier auch noch was drauf. Weil wenn wir das vorher schon machen, dann haben wir nämlich eben festgestellt, ist das Fett nämlich überall, außer da, wo es hin soll. Und dann sehen die Finger so aus. Oder so. Oder so. Lecker, lecker. Oder so. Oder so. Gut. Das Ganze wird dann so angesetzt. Und dann ziehen wir das mit unserer Spezialspannvorrichtung, wie wir uns gerade erdacht haben. Einfach das rein. Ganz einfach. Hoffentlich einfacher als eben. Da rein. So, die letzten paar Zentimeter gehen dann einfach mit dem Klopfer. Und mit dem Klopfer mit Alkohol oder Klopfer Hammer? Je nachdem, was besser funktioniert, dann testen wir das. Und dafür brauche ich aber jetzt den Andreas und wir berichten dann gleich vom Zwischenstand. Ist eigentlich gerade. Wo ist denn die 13er los? So? So? Mit ein bisschen Tüdeldraht. Ne, also wir haben hier einmal von... Was ist das für ein Werkzeug? Von deinem Werkzeug, was weiß ich, was das ist. Von meinem Werkzeug zum Buchsen ausdrücken. Einmal jeder teilgenommen. Mit Unterlegscheibe und einer Mutter. Und hier das Ganze auf der anderen Seite auch nochmal. Und dann entsprechend hier eine lange Schraube. Ja, und dann gönn dir. Ich gönn dir. Die ersten 2 mm und dann müssen wir dem Schraubendreher nachhelfen. Ah, nee, anders. Andersrum geht besser. Gönn dir, Brudi. Ich gönn mir. Ja. Das Problem ist, in dem Moment, wo man es anzieht, verschiebt es sich etwas, wie man sieht. Es fängt an zu kippen. Wie man relativ unschwer erkennen kann. Und das macht es etwas schwierig, jetzt sieht man es sehr gut, das Lager da gerade reinzukriegen. Das ist mit der rausgekippten Seite. Erzähl doch mal hier, was machen wir? Wir drehen das. Wir drehen das ganze Lager, dass es mit der rausgekippten Seite quasi etwas zu uns guckt. Und helfen jetzt von hier quasi, auch wenn man es gerade nicht sieht, weil es sehr dunkel ist. Doch, das ist super. Wo ist deine schöne Kopflampe? In. Nein, weiß ich nicht. Weg. Du musst doch hier sein. Da liegt sie doch. Ah! Muss ich jetzt aufsetzen? Ja, ich nicht. Warum nicht? Meine Kopfläuse sind gesellig. Reicht, wenn du sie hast. Nee, Mischige. Ja. Ich möchte mal einmal so rausschneiden, ne? Das ist nicht jugendfreundlich. Das ist rausgeschnitten, alle 3 Sekunden, das ist einfach ein Pillow ohne Ton. So, warte, so, jetzt kann man das sehen. So. Also, wir haben die Buchse jetzt einfach so weit gedreht, dass wir von der Seite aus drankommen, wo sie rauskippt quasi. Und wenn jetzt von hier mit dem Schraubendreher, mit dem Flachen reingehen und ein bisschen mit nachhelfen. Aber vorher ziehe ich noch ein Stückchen an. Here I am. Away. Had to find the person I'd become.
sehr schön. Sehen, dass er schon mal ein Stück kippt. Dafür rutscht er aber jetzt auf der anderen Seite raus. Das Problem hatten wir eben schon mal. Und drin ist die Sau. So mag mir denn. So, jetzt haben wir ihn angesetzt. Dann schön die Lauflöcher einmal ein. Hier sieht man es auch gleich. Das Reinziehwerkzeug hat sich direkt gelockert. Das heißt, das müssen wir jetzt erstmal kurz ein bisschen nachziehen. Also jetzt ziehen wir es gleich noch ein Stück mit dem Werkzeug ein. Soweit die Schraube Gewinde hat, weil die ja leider kein durchgehendes. Und ich bin zu faul, Gewinde drauf zu schneiden gerade. Ist nicht so, dass ich es nicht könnte, ich bin einfach nur zu faul. Story of my life. So. So, jetzt tun wir hier noch kräftig Flutschi drauf und dann flutscht es hoffentlich. Story of your life, ne? Ja, der flutscht es. Viel Hilfe, hat die Mutti gesagt. Sind da eigentlich zwei Tuben da drin in der einen? Es ist möglich, dass zwei drin waren oder dass ich noch eine da hatte, da bin ich mir gerade nicht sicher. Okay. Ich weiß nicht, ich auch nicht mehr aufkommen. Aber ich sag mal so, wenn du das mit einer Schraubzwinge reinmachst, dann brauchst du glaube ich auch gar weniger Flutschi, weil da hast du ja einfach die Rohre. Ja gut, aber wir haben jetzt nicht den Zugang für eine Schraubzwinge gehabt. Also tüdeln wir uns das so. Zack. So. Jawohl, wollen wir hoffen, dass das Flutschi reicht. Und dann wieder Werkzeug suchen, weil das ist das, was man den meisten Tag tut, wenn man in der Werkstatt ist. Man sucht sein Werkzeug. Und wenn man dann auch noch die richtige Seite von dem Werkzeug nimmt, dann geht's auch gleich besser. Das ist kein Standbild, ich schraube nur gerade auf der anderen Seite. Man sieht die Hand nur nicht. Dies ist eine kurze Werbeunterbrechung. Ja. Und klopfen wir mal ein bisschen mit dem Modek, ne? Und hoffen, dass er hier oben nicht wieder rausrutscht. Nicht wundern, dass ich hier mit der Spitzenseite hau, aber das ist mir hier ein bisschen zu eng alles. Das ist der Tank hier oben. Der da. Da möchte ich ungern Löcher drin haben. Und mit der Spitzenseite kann ich ein bisschen besser zielen. Kann aber nicht mehr fehlen, du. Nee, ist gerade gekommen. Ist gerade rausgeflutscht. So. Wunderbar. Buchse ist drin, also man sieht das hier sehr schön, ja, dass die Kante einmal hier so richtig schön abschließt. Und hier oben das Fett, was wir gerade verteilt haben, ist hier oben noch drauf. Also hier gibt es einmal eine saubere Kante. Entsprechend ist das Ganze jetzt drin. Von der anderen Seite sieht das Ganze dann so aus, also einmal schön brav sauber machen. Ja. Genau. Ungefähr so. Sind wir live? Ja, wir sind live. Wir sind live. So. Also das ist die, ich nenne es mal Stange, die im Bushing sitzt. Haben wir eben schon mal gesehen, vielleicht. Ich weiß ja nicht, wie du schneidest. Ja, doch, ich kriege das schon zusammengeschnitten. Also okay. Das ist unser schönes Stängchen. Das ist da. Das Corpus Delicti, gereinigt, einmal frisch lackiert. So, hierbei ist zu beachten, auf der einen Seite ist ein leichtes Langloch. Der anderen Seite nicht. Die Seite war, und deswegen kommt sie auch wieder, nach außen. Sollte man darauf achten, wenn man die Stange so übernimmt.
Ich würde mal sagen, die Farbe war nicht ganz trocken. Nein, ich habe immer noch Fett an den Fingern. Alles gut, hier ist immer noch flutschig. Jetzt ist noch mehr da. Sieht genau so aus. Die Farbe ist sowas von trocken, du. So trocken wie unser Humor. Witzig. Die sind so scheiße. Und dann morgen 2 Millionen Abonnenten. Ja, dann leben wir nur von YouTube. So ist das nämlich. Dann müssen wir den Scheiß wirklich zusammen machen. Ja, Gott, wenn sich das bezahlen würde. Ich wäre sofort dabei. Das glaube ich dir sofort. Alles besser als das, was ich jetzt mache. Den ganzen Tag an Auto schrauben, dafür noch Kohle kriegen. Ja, hätte ich auch einen Grund. Ich könnte meiner Frau sagen, ich muss ihn hier halt an meinem Auto schrauben. Ich werde dafür bezahlt. Das ist kein Hobby, das ist Arbeit, Schatz. Verstehst du das? Ich habe schon wieder ein neues Auto. Ja, es muss, aber richtig. Die Abonnenten wollen noch Content sehen. Ich kann doch nicht länger als ein halbes Jahr dasselbe Auto fahren. So ist es nämlich. So. Halt, bevor ich das reintue. Vorne ist noch ein bisschen trocken, die Spitze. Das wollen wir nicht. Immer dran denken, die Spitze muss feucht sein. Sonst kommt der Schaft nämlich gar nicht erst rein ins Loch. Du musst dafür rausschneiden. Ich weiß nicht, ob du dir gerade einen Gefallen tust, damit das aufzunehmen. Ich höre jetzt auf. Ist besser. Komm, steck einfach rein, das Ding. Drehst du bei deiner Frau auch immer so? Wenn die sich wehrt, wenn die sich auch so wehrt, dann ja. Wenn du so weit reinkommst, dass du nicht mit dem Schraubendreher reinkommst. Zum Ziehen. Genau. Andreas zieht jetzt und warte. Ich werde hier ein bisschen drehen. Deswegen muss ich euch einmal leider abstellen, weil es muss jetzt einfach gezogen werden. Und deswegen bis gleich. So, da sind wir nochmal. Also die Karre fährt, die fährt auch gut. Die fährt auch nicht zweispurig, sondern immer noch einspurig. Nee. Also die hintere Achse fährt hinter der vorderen Achse her, das klappt schon ganz gut. Also von daher hat sich die Zeit gelohnt. Allerdings, und das würdest du glaube ich auch sagen, im ausgebauten Zustand ist besser. Deutlich einfacher. Es ist so machbar. Es ist wahrscheinlich einfacher, wenn man einen anständigen Einziehwerkzeug hat und auch benutzt. Es ist auf jeden Fall machbar. Auch warte mal, muss ich eigentlich hier... Nein, wir sind nicht nach McDonald's gefahren. Nein. Schatz, wenn du das hier siehst, nein. Als ob deine Frau das guckt. Vielleicht. Naja, jedenfalls im ausgebauten Zustand ist deutlich leichter. Deutlich allerdings leichter. Solltet ihr nicht extra dafür Bremsflüssigkeit und sowas ablassen, nur um den Scheiß auszubauen. Ganz ehrlich, dann nee. Guckt lieber, dass ihr das im eingebauten Zustand irgendwie durchklöppelt. Nehmt euch dann lieber 2-3 Stunden mehr Zeit und ja. Dann... Anständig machen. Genau. Und wenn man es richtig macht, dann lässt man hinterher nochmal die Spur einstellen zur Sicherheit. Das mache ich. Das kommt aber erst, wenn das neue Fahrwerk dann drin ist. Ich nicht. Ich lasse machen. Okay, ich habe ihn ja heute auch mitmachen lassen. Kann ich besonders gut. Also, neues Fahrwerk kommt dann, weil der steht hinten immer noch ein bisschen komisch. Ein Sturz. Der hat Sturz. Obwohl er unbeladen ist, also gehe ich davon aus, dass die Federn so langsam in die Knie gehen nach 234.000 Kilometern. Ist das wahrscheinlich. Und dann würden wir sagen: Bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.